Herzlich willkommen wieder zur Vorlesung KI für alle. Heute geht es um Wahrscheinlichkeiten. Ja, Wahrscheinlichkeitslehre, was sehr mathematisch ist. Fragen Sie sich vielleicht, was hat das damit zu tun? Ich versuche Sie davon zu überzeugen, dass das eigentlich ein super Modell ist, wie wir nachdenken oder wie wir Entscheidungen treffen sollten oder solche Sachen. Ja, das schauen wir uns zusammen an. Aber es gibt berühmte Leute, die schon früh die Wichtigkeit von Wahrscheinlichkeiten erkannt haben. Hier ist ein schönes Zitat. Die wichtigsten Fragen im Leben sind im Allgemeinen so hauptsächlich nichts weiter als Wahrscheinlichkeitsfragen. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten, ja. Das ist jetzt vielleicht für jemanden, der mit Wahrscheinlichkeiten nichts zu tun hat, hört sich das irgendwie, ach gut, so komische Mathematiker-Gags. Aber es ist tatsächlich so, es gibt Cognitive Science, ja, wo man also versucht zu verstehen, die Denkprozesse, die hinter unserem Gehirn stecken, so auf einem anderen Level zu verstehen mit Experimenten, wo man Leute fragt, wie schätzen sie die Situation ein, eher schnell, eher langsam, bla bla bla. Und auch dort kann man sozusagen, gibt es Forschung, die versucht rauszufinden, nach welchen Gesetzen funktioniert das. Und auch da zeigt sich, dass Wahrscheinlichkeiten eine große Rolle spielen. Ja? Also es ist nicht immer so klar und alles immer logisch. Und davon will ich Sie heute auch überzeugen. Insbesondere gehen wir nach diesem Buch, da gibt es am Anfang ein schönes Kapitel. Wir wollen also Wahrscheinlichkeitstheorie als eine Erweiterung von Logik auffassen. Ja? Und das ist also die normale Logik, die Sie so kennen, wenn Sie mal einen Logikkurs gemacht haben in der Philosophie oder so. Und das ist ein schönes Buch von E.T. James, das ist der Herr hier, der hat so einen Bürstenhaarschnitt. Ich glaube, das Bild ist aus den 50er Jahren. Und das Buch wurde nach seinem Tod herausgegeben und das ist sehr interessant, also das ist sehr interessant geschrieben. Also es ist ein Physiker und das ist besonders interessant für Physiker, aber es hat auch sehr, sehr viel Text. Also wenn Sie sich mit Statistik oder mit T-Tests oder P-Values oder solchen Sachen, die können Sie da alle mal nachschlagen, da hat er immer was zu sagen, warum die super sind oder warum die überhaupt nicht super sind und so weiter und so fort. Also ein sehr interessantes Buch. So, wir machen jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo ich Ihnen einerseits logisches Schließen zeige, ja, und andererseits so ein plausible reasoning, so ein plausibles Schließen, was man hinterher mit Wahrscheinlichkeiten modellieren kann. Und es geht um folgendes Setup. Das Setup ist, es gibt zwei Aussagen, ja. Die erste Aussage lautet, um 6 Uhr wird es regnen, ja, also gleich, ja. Und die andere Aussage ist, der Himmel, ja, der wird irgendwie bewölkt sein um kurz vor 6. oder sowas. Und wir kennen uns natürlich mit Weltmodellen aus und wir wissen, das hängt natürlich irgendwie zusammen. Ja, wir wissen zum Beispiel, es kann nicht um 6 Uhr regnen, wenn es nicht kurz vorher bewölkt ist. Ne? Oder wenn es nicht bewölkt ist, dann wird es auch nicht um 6 Uhr regnen. Ja, solche Sachen, die kennen wir ja. Okay? Und das kann man als mit klassischer Logik folgendermaßen aufschreiben. Also wir wissen, wenn es um 6 Uhr regnet, ja, dann wissen wir auch, dass es dann vor 6 Uhr bewölkt sein muss. Das ist also wirklich eine logische Wahrheit. Also aus A folgt B. Wenn wir jetzt noch zusätzlich wissen, dass A wahr ist, ja, wir haben also um 6 Uhr beobachtet, weil wir dann rausgegangen sind und haben gesehen, es ist also am Regnen, dann können wir daraus schließen, da gibt es diesen waagerechten Strich, den die Logiker da gerne machen, dass B auch wahr ist. Ja, und diese Regel, die nennt sich Modus Ponens. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Also wenn aus A B folgt und wir beobachten A, dann gilt auch B. Ja, das ist also so ein ganz grundlegendes Gesetz in der Logik. Ja, das gibt es auch andersrum. Ja, wenn ich jetzt weiß, dass B falsch ist, ja, das heißt also, es ist jetzt kurz vor 6 und der Himmel ist nicht bewölkt, dann folgt daraus auch, dass A auch falsch sein muss. Okay, diese beiden Sachen hängen zusammen. Das Ding hat auch einen eigenen Namen, Modus Tollens heißt das Ding. Ja. Und das ist so klassische Logik. Und jetzt könnte man sich fragen, ist das alles, was ein Roboter mit KI sozusagen können muss? Reicht so Deductive Reasoning, so dieses logische Schließen? Und um die Frage zu beantworten, überlegen wir mal, was wir denn sonst noch so daraus schließen können, was jenseits der Logik ist. Schauen wir also mal nach. Was können wir denn daraus schließen, wenn wir wissen, aus A folgt B? Und jetzt wissen wir, dass B ist auch wahr. Ja? In der Logik können wir dann nichts aussagen. Dann kann A wahr sein oder A kann falsch sein. Wir wissen dann nichts. Ja? Aber jetzt plausible, ja, unser Alltagswissen sagt uns ja, wenn es kurz vor 6 bewölkt ist, ja, dann ist es auch irgendwie jetzt wahrscheinlicher, dass es dann um 6 Uhr auch regnet. Ja? Das heißt also, die Aussage A wird plausibler. Ja? Also wir können also was daraus schließen, aus A folgt B und daraus, dass B wahr ist, können wir schließen, dass A wahrscheinlicher wird. Ja? Okay? Und genauso umgekehrt, wenn wir wissen, A ist falsch, das ist jetzt genau das Pendant,
Wenn wir wissen, es hat also um 6 Uhr nicht geregnet, dann können wir aus A folgt B auch nichts schließen eigentlich. Aber wir wissen dann auch, dass es ist less plausible, dass B wahr ist. Ja? Also das sind Sachen, die wir also mit unserem Weltwissen benutzen können. Das heißt, wenn wir sowas haben wie aus A folgt B, dann benutzen wir nicht nur Deductive Reasoning, also diese Logik, um Sachen zu schließen, sondern benutzen auch so umgekehrte Mechanismen, so plausibles Schließen. Ja, und dafür braucht man halt auch einen Kalkül. Und dieser Kalkül sozusagen, das sind Wahrscheinlichkeiten, mit denen kann man sowas machen. Ja, und ich erkläre Ihnen das nicht im Detail, ich gebe Ihnen da nur so eine oberflächliche Erklärung von, aber ich hoffe, dass ich dieser so ein bisschen von überzeugen kann. Also hier die Zusammenfassung, wenn ich also annehme, dass aus A B folgt, ja, dann impliziert A wahr natürlich, dass B auch wahr sein muss. Das war der Modus ponens. Und hier unten ist der Modus tollens. Wenn B falsch ist, dann muss A auch falsch sein. Aber benutzen wir auch noch diese Regel hier dazwischen sozusagen in manchen Situationen. Okay? Gut. Und wir können es noch weiter abschwächen. Nehmen wir mal an, aus A folgt nicht, dass B wahr ist, sondern nur, dass B wahrscheinlicher geworden ist, also more plausible geworden ist. Ja? Das heißt also, es könnte ja auch sein, um 6 Uhr regnet es, aber wirklich um Punkt 6 Uhr. Und vorher war keine Wolke da. Und der Grund ist der, dass da gerade der neueste Tatort, der Düsseldorf-Tatort, gedreht wird, ja, und die da so eine Regenanlage aufgebaut haben. Ja, das heißt, es gibt Situationen, wo es so sein kann. Ja? Die sind unwahrscheinlich, aber die können sein. Aber immerhin gilt noch die Aussage, es gilt also nicht mehr die Aussage, A ist wahr, impliziert B ist wahr, ja, weil es auch sein könnte, dass der Regen anders erzeugt wird. Aber zumindest wird dann die Aussage B more plausible. Ja? Es wird also plausibler, dass es der Fall sein muss, weil in den seltensten Fällen wird ja auf dem Campus ein Düsseldorf-Tatort gedreht. Gibt es überhaupt einen Düsseldorf-Tatort? Weiß das jemand? Ich glaube noch nicht. Ne? Das wäre ja nochmal eine Erfindung. Gut. Das heißt also, wir können auch noch abgeschwächt folgern, wenn wir nur sowas haben, aus A folgt B wird irgendwie plausibler oder wahrscheinlicher, können wir also auch folgern, wenn dann A wahr ist, dass B plausibler wird. Das ist auch jenseits der klassischen Logik. Und genau das Umgedrehte natürlich auch. Aus B falsch folgt auch A wird weniger plausibel. Okay, das kann man also wieder umdrehen. Da kann man immer alle vier Fälle basteln. Hier ist sozusagen jetzt nochmal der andere Fall, das war der, den Sie gerade gesehen haben. Und jetzt schauen Sie hier, dieses A und das B und dieses B und das A, die flippen jetzt. Ja, und das geht also auch immer andersrum noch jeweils. Da funktioniert das auch. Okay? Als Zusammenfassung, hier oben nochmal der Fall, wenn aus A wirklich B folgt, ganz sicher, ja, dann haben wir diese vier Schließmöglichkeiten, von denen nur zwei abgedeckt werden von der klassischen Logik. Und wenn wir sowas Abgeschwächtes haben, was man in der klassischen Logik gar nicht formulieren kann, ja, dann haben wir sogar noch vier weitere Sachen, die wir irgendwie im Alltag aber benutzen, wenn wir auf Sachen schließen. Die Frage ist halt, wie formalisiert man das? Und Sie haben daran gesehen, wie ich das ausgesprochen habe, dass Plausibilität ist jetzt ein Synonym für Wahrscheinlicher oder Wahrscheinlichkeiten sozusagen. Und damit kann man das Ganze halt modellieren. Gut. Um das jetzt zu machen, gibt es also verschiedene Arten, wie man das machen kann. Es gibt einen Herrn Cox, so ein Bayesianer, der hat irgendwie Axiome aufgeschrieben, womit er versucht hat, sozusagen den gesunden Menschenverstand, ich glaube, das ist eine gute Übersetzung für Common Sense, zu formalisieren. Ja, und das ist immer so eine Sache. Gesunder Menschenverstand ist jetzt ja nur wirklich kein mathematisches Objekt. Das heißt also, so Axiome, die man so hinschreibt, die kann man jetzt jemandem vorlegen und sagen, ja, ist das für dich gesunder Menschenverstand? Und dann kann man das unterschreiben oder man unterschreibt das nicht. Wenn man das Ganze unterschreibt, dann kann man da jetzt dann Sachen daraus herleiten, die dann sicher gelten werden, wenn man diese Axiome unterschreibt. Gut, und eine Sache, die erfordert die Plausibilität von B, angenommen, dass A wahr ist, möchte er als reelle Zahl hinschreiben. Soll also irgendeine Zahl sein, von minus unendlich bis plus unendlich oder so. Ja? Das ist eine Forderung, dass man also so eine Plausibilität irgendwie quantifizieren kann mit einer Zahl. Ja, und da würde ich sagen, ja, kann man bestimmt machen. Nächste Forderung ist, ja, diese sehr schwammige Formulierung, diese reelle Zahl P von B gegeben A soll irgendwie mit dem gesunden Menschenverstand zusammenpassen. Und das ist sehr schwammig, was damit wirklich gemeint ist. Ja, in dem Beweis dann, wo man aus diesen Axiomen dann diese Formeln herleitet, da wird das dann halt immer mal benutzt. Dann wird ein Beispiel gebastelt und dann wird gesagt, naja, nach gesundem Menschenverstand ist doch jetzt das eine plausibler als das andere. Und daraus folgt eine Ungleichung, die man dann wieder weiter verwurschteln kann, um irgendwelche Mathe zu machen. Kann man aber machen, der Herr Cox hat das gemacht.
Oder dann noch die Aussage, dieses P von B gegeben A soll irgendwie konsistent sein. Das ist auch eine etwas schwammige Aussage, die man aber irgendwie benutzen kann. Das heißt also, dieses Cox-Axiom ist jetzt nicht so, dass der rigoroseste Ansatz für Wahrscheinlichkeiten, der ist also eher umstritten, ja, dass das ein guter Ansatz ist. Er führt aber am Ende zu Formeln, die also auch bei rigoroseren Ansätzen am Ende rauskommen. Und sie sind, ist halt irgendwie ein interessanter Ansatz, weil das halt irgendwie als den Common Sense als Startpunkt nimmt und nicht irgendwelche anderen Sachen. Jedenfalls bekommt er also hier in diesem etwas nicht so rigorosen Beweis heraus, dass wenn man diese Sachen annimmt, dann müssen diese Zahlen auch bestimmte Regeln sozusagen entsprechen. Ja, und zwar eine so eine Regel ist die Summenregel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis wahr ist, plus die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht wahr ist, das soll gleich 1 sein. Okay? Das ist die Aussage, so Wahrscheinlichkeiten addieren sich auf zu 1, wenn man mehrere Möglichkeiten hat. Ja, zum Beispiel angewandt auf einen Würfel wäre das so, welche Ereignisse habe ich da? Da habe ich nicht A und nicht A, sondern da habe ich praktisch die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6. Und die sollen alle gleich wahrscheinlich sein, gleich wahrscheinlich, die sollen also alle die gleich große Zahl haben. Ja? Und wenn sich die zu 1 aufsummieren, dann kommt da also raus, dass man also den einzelnen Seiten eines Würfels sollte man jeweils die Wahrscheinlichkeit 1/6 geben. Ja, das kommt dann also aus so einer Summenregel raus. Oder wenn Sie eine Münze haben, eine Münze ist eher sowas wie A und nicht A, ja, dann hat halt jede Seite einer Münze halt die Wahrscheinlichkeit 1/2. Das ist wahrscheinlich auch so, wie Sie es intuitiv machen. Ja? Wobei manchmal landet eine Münze auch auf der Kante. Das heißt, man sollte 0,49 oder 0,49999 sollte man also den einzelnen Seiten geben. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber mir ist es schon mal passiert. Ja, ich habe eine Münze über meinen Kopf geworfen und sie ist auf der Kante gelandet. Das passiert aber auch nur einmal. Ja. Sehr gute Bemerkung. Nehmen wir das Beispiel mit der Münze. Ne? Zum Beispiel, ich hole eine Münze jetzt hier nicht aus meinem Portemonnaie, sondern hier aus so einem anderen kleinen Sack, so von meiner Zauberkiste. Dann sage ich hier, ich mache ein Spiel mit Ihnen, wir werfen jetzt hier die Münze. Und dann wird jeder von Ihnen im Raum wird eine andere Wahrscheinlichkeit haben, was er jetzt glaubt, die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt. Der eine glaubt, ja, das ist doch eine faire Münze, das Ding sieht doch aus wie ein Euro, 50-50. Und jemand anders denkt, ja, das kam doch jetzt auf so einem komischen goldenen Säckchen und so, das ist bestimmt eine präparierte Münze. Da ist bestimmt die Wahrscheinlichkeit anders. Das heißt, diese Subjektivität, die ist explizit zugelassen hier. Das heißt, das ist jetzt hier ein System, womit man für sich selber, wenn ich sozusagen bestimmten Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zuordne, dann bringt mir dieser Kalkül Rechenvorschriften, um dann über andere Ereignisse Aussagen zu machen. Das werden wir noch sehen im Laufe der Vorlesung. Ja, da gibt es noch ein Monster und eine Maus und da werden wir dann die subjektiven Wahrscheinlichkeiten aufschreiben und benutzen. Ja? Gut. Diese beiden Regeln, die Produktregel und die Summenregel, das sind halt die grundlegenden Regeln, die man so in der Wahrscheinlichkeitstheorie auch hat. Und die kann man halt sehr interessant auf Cox-Art herleiten. Zwar nicht völlig rigoros, aber man kann sie herleiten. Und die Produktregel ist letztendlich nichts anderes als die wichtige Base-Rule, die wir uns gleich noch at length anschauen werden. Ein anderer Ansatz ist von Kolmogorov. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt Russen unter uns haben, wie man den richtig ausspricht. Kolmogorov oder so, ich weiß es nicht. Haben wir einen Russen hier? Nein, keine Russin. Schade. Der ist auch Mathematiker und der hat das sehr rigoros gemacht und das ist so der allgemein akzeptierte, die allgemein akzeptierte Art sozusagen, um Wahrscheinlichkeiten zu definieren. Und er benutzt da harte Mathematik. Also Plausibilität wird als Maß definiert und es gibt eine ganze Vorlesung in der Mathematik, die heißt Maßtheorie. Da gibt es also ein ganzes Kapitel, wo man über Maße redet. Und was heißt Maße? Das sind so Sachen wie Zollstöcke und sonstige Sachen, mit denen man Sachen abmessen kann. Dann gibt es eine ganze Theorie zu. Und Kolmogorov definiert Wahrscheinlichkeiten als ein Maß, ja, im mathematischen Sinne. Und hat dann auch Axiome und so weiter und kann dann auch Theoreme beweisen. Und dieses Gegeben einer anderen Wahrscheinlichkeit definiert er mit den anderen Wahrscheinlichkeiten, die er vorher einführt. Das ist so ein bisschen technisch anders. Das Wichtige am Ende ist nur, am Ende hat er auch die Produktregel und die Summenregel. Das heißt, er hat am Ende sozusagen den gleichen Kalkül, den man halt benutzt, nur anders hergeleitet.
und als Mathematiker kann man sagen, rigoroser hergeleitet sozusagen. Auf eine andere Art, aber auch unintuitiver, weil sozusagen das jetzt, hier geht es jetzt gar nicht so um Common Sense und um so eine Argumentation, sondern es wird nur ein mathematisches Objekt definiert, namens Wahrscheinlichkeiten, was irgendwie bestimmte Eigenschaften hat und es ist praktisch zu benutzen. Aber es ist nicht explizit modelliert als Mechanismus, um den gesunden Menschenverstand zu modellieren sozusagen. Also es sind zwei verschiedene Schulen, die dahinter stecken, wie man da rangeht. Okay? Aber auch hier wieder wichtig, am Ende hat man Bayes' Rule. Die Details, die interessieren uns jetzt hier nicht so. Ja, es geht mehr so darum, es gibt da verschiedene Arten, wie man das herleiten kann. Das Wichtige am Ende ist sozusagen Bayes' Rule. Ich zeige Ihnen die anderen beiden Slides auch noch. Hier ist auch noch ein Bild von ihm. Der hat auch einen coolen zweiten Vornamen, den ich auch nicht aussprechen kann. Threlkeld, keine Ahnung. Und er hat auch tolle Namen, die ich nicht richtig aussprechen kann. Hier brauchen wir jetzt gar nicht so im Detail drüber zu gehen. Es ist im Prinzip das, was ich gesagt habe. Die Plausibilitäten sollen irgendwie mit dem gesunden Menschenverstand übereinstimmen, was immer das auch heißt. Am Ende hat man ein Kalkül, wo man P von B gegeben A irgendwie formal eingeführt hat mit ein paar Rechenregeln. Und bei Kolmogorov ist es genauso, aber es ist rigoroser, ja, aber auch sehr viel technischer. Gut, Pierre-Simon Laplace hat wieder ein schönes Zitat zu diesem Thema. Er sagt also, die Theorie der Wahrscheinlichkeiten ist im Wesentlichen der gesunde Menschenverstand reduziert zu Calculus, also auf einen Kalkül sozusagen. Und das ist eigentlich eine sehr moderne Sichtweise, die im Machine Learning oder in der KI sehr verbreitet ist. Ja, dass man also Wahrscheinlichkeiten nimmt, um im Prinzip dem Roboter das Denken beizubringen. Ja, der soll also nicht logisch schließen, sondern er soll Wahrscheinlichkeiten benutzen.